Willkommen zurück bei Ich habe immer noch Skyrim. eine ganze Reihe Aufträge, wenn ihr euch etwas mehr Geld verdienen wollt. Wir machen einfach mal weiter, Das trifft sich gut. Meine Kunden werden langsam bis ungeduldig. wir den nächsten Brief bekommen. Was machen wir heute? Ach komm, wir machen noch einen Diebstahl. Eine Zielperson hat gerade etwas von einem Angehörigen außerhalb von Himmelsrand bekommen. Hätten vermutlich etwas verschwiegener sein sollen. Interesse? Klar. Schön. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Wo müssen wir hin? Weißlauf. Nach Weißlauf geht es. So. Dann wollen wir mal. Das sieht aus, als wäre es bei den Gefährten. Das ist sehr interessant. Ist bei den Gefährten, ne? Jawohl. Mal gucken, wer hier was hat, was die Gilde haben will. Okay, da unten. So. Mein liebster Saufkumpan, besorg mal ein wenig mit. Dieses eine Mal werde ich das ignorieren. Das war nicht das, was wir brauchen. Ich hätte genauer lesen sollen. Na toll, und jetzt? Warte mal. Vielleicht, wenn es mal neu laden. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Kann ich. Vielleicht rettet es euch das Leben. Einfach mal ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben jetzt ja erstmal was. So. Die sitzt da jetzt ziemlich doof. Na toll. Wartet mal. Müssen wir jetzt warten oder was? Wir schlafen einfach mal. Wie lange schlafen wir? 4 Stunden, reicht das? Oder muss ein neuer Tag sein? Bevor das wieder. Da geht's, ne? Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasken, Toll, und solange jetzt? ich zurückdenken kann. Ja. Geh erstmal Was raus. denn jetzt? Gehen erstmal raus. Ich weiß nicht genau. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Und ich weiß jetzt nicht genau. Vielleicht mit Willen beugen. Denn?
Was benötigt ihr, mein Freund? Ich hoffe, ihr habt nicht vor, mich zu bestehlen. Lebt wohl. Doch, genau das will ich. Aber es geht jetzt nicht, weil wir... Toll, wie kriege ich das denn jetzt hin? Vielleicht muss einfach ein neuer Tag sein? Oh Mann, das läuft jetzt... Das ist jetzt alles ein bisschen doof. Es war so überhaupt nicht geplant. Ja gut, wir können uns ja hier hinten ausruhen. Gehen wir einfach mal 24 Stunden schlafen. Einfach so. In der Hoffnung, dass es dann... ja, dass wir sie dann wieder beklauen können. Ich denn... Einfach das Falsche, was wir geklaut haben. Ärgerlich. Na gut, hoffen wir einfach mal, dass das dann jetzt funktioniert. So. Ja, das ist ein bisschen Blut. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvas. Na toll. Ich sehe alles. Okay, das heißt, das, schade. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Denkt nicht mal im Traum daran. Okay, aktuell können wir sie nicht beklauen. Hm. Dann werden wir jetzt erstmal nach Hause gehen. Hallo. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? Leider nein. Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama. Ich glaube, das ist schon wieder ein Kurier. Seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Ey, das ist so fies hier. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Bis ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Jawohl. Aber nur euch persönlich. Liefern. Lasst mal sehen. Ein weiterer Brief von Rales. Er macht mir langsam etwas Angst. Okay. Das war's dann wohl. Ich muss los. Perfekt. Was schreibt er? Dritter Brief von Ralis. Ich hoffe, ihr seid nicht verärgert, aber es könnte sein, dass ich weitere Ressourcen benötige. Kommt bitte vorbei, wenn... Kollege, langsam gehst du mir auf die Nerven. Ach, was soll's. Zurück nach Rabenfels. Ja, mit dem Stall habe ich ja grandios versaut. Herrlich. Ja, ich denke mal, irgendwann kann man die auch wieder beklauen. Einfach mal ein bisschen abwarten. War eigentlich Zeit, das, was ich gerade überhaupt nicht wirklich habe für sowas. Ich habe nämlich etwas Bestimmtes noch vor. Ich hoffe, das kriege ich alles in dem Part hier unter. Ich bin nur ein Mate. Ach, halt die Klappe. Mate, mit dir redet keiner. Na egal, wir werden jetzt erstmal zu Ralis gehen. Mal gucken, was jetzt schon wieder passiert ist. Aber wir können... Ich hoffe, wir kommen jetzt an den Schrei dran. Dem ich... War es der letzte... Ja doch, es war im letzten Part, den ich da schon gesucht habe, aber... Da ging das ja noch nicht. Und hopp. Jetzt komme ich hier nicht hoch, doch. So... Was ist jetzt schon wieder passiert? Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Es sieht so aus, als hätten diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Tja, nun. Die Söldner haben ihre Arbeit getan, waren jeden Septim wert.
Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Draugr. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davon zu laufen. Hi. Diese Soldaten haben nicht viel getaugt. Wow. Sieht so aus, als wäre unsere Klinge schon wieder leer. Ja, nicht ganz. Problem ist, ich habe nur noch diese großen Seelensteine. Oder halt... Grandios, jetzt geben wir ja auch noch die Seelensteine aus. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Seelen einfangen. Das heißt, also wir werden jetzt mal eben eine andere Axt nehmen. Habe ich die? Ich hoffe, ich habe die noch dabei. Wartet mal, Waffen? Wie ist das? Wir müssen ein paar Seelen fangen. Oh, ey, der andere Typ hat Seelenfalle. Seit wann steht hier eine Kiste? Ach du Scheiße. Den kriegen wir eh nicht hin. Wow! Perfekt, nächste Seele. Ebenerz Kriegsaxt. Khajiit bewacht. Was braucht ihr? Was gibt es? Ist das alles? Wir haben mal ganz schön was geschafft hier. Na, kommen wir zu dem Schrei? Natürlich noch nicht. Natürlich noch nicht. Na gut. Das ist doch jetzt irgendwie Quatsch, oder? Gucken, wo es jetzt weitergeht. Da ist doch keine Treppe, ne? Jetzt bin ich gerade, da muss ich da doch hier oben rein.
so, das war das, was vorher zu war, genau. War die Tür eigentlich beim letzten Mal auch schon da? Ups. Ein Stahlring-Zweihänder, interessant. Falls sich jemand... Was braucht ihr? Was gibt es? So wird es geschehen. Ihr bringt uns an einen wahren So. Ort, wie ich vermute. Da sind wir gerade. Jawohl, Seele gefangen. Perfekt. Hallöchen. Na. Trottel. Sagen dumm gelaufen, ne? Oh. Du denn hier? Der wird nicht rumgeschrien. Oh, jetzt haben wir aber mal ein paar Seelen wieder hier eingefangen, ne? Haben wir noch eine Truhe? Wow, mir ist beim Lehrlingsschluss der Dietrich durchgebrochen. Ein großer Seelenstein. Und wir haben so viele Sachen, ne? Wie ich die Kette einfach nicht gesehen habe. So, hier sind wir jetzt. So.
Tilim Tilim. Das ist jetzt Ralis Problem. Ja. Das ist jetzt Nun, Ralis Problem. Alle tot. Gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen. Gerade so. Wie viel? 5000. Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Ja, haben wir. Gut, gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Alter. Na gut, aber wir können nicht schlafen. Tja, Freunde, ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Hat leider nicht alles so geklappt, wie ich das wollte, oder wie ich das erhofft hatte. Obwohl, nee, das geht nicht. Wisst ihr was? Der Part wird ein bisschen länger, und zwar will ich das hier noch abschließen, weil ich habe damit wir das hier fertig kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hier, ob das jetzt wie viele Tage vergehen müssen, bis hier was passiert, oder ob das irgendwas anderes ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit zu warten. Ich werde erstmal nach Hause gehen. Weil wir haben ja schon wieder zu viele Sachen. Und die Truhen verfrachten, damit wir... Ja. Alles Vorbereitung für das, was dann morgen passiert. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir es gedacht habe. Im Moment sieht das leider nicht ganz danach aus, aber das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Und die Schriftrollen erzählen von dunklen Schwingen in der Kälte. Wow. Schwarzes Bild. So. Brauchen wir alles? Das brauchen wir nicht. Wieso habe ich einen kaiserlichen Bogen? Wir haben Stahlrimpfeile. Nun, ihr riecht wie ein Hexenrabe und seht auch wie einer aus. Elfenohr! Trauge, Stinker! Ehre sei mit euch, mein Tarnung. Das nehmt ihr zurück. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Hallo? Was kann ich für euch tun?
Was haben wir denn hier schon wieder alles für komische Sachen? Die wir so nicht brauchen. Was kann ich für euch tun? Gar nichts, so. Kommen hier noch schnell die Zutaten rein? Haben wir nicht gleich so viele? So. Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Dort haben wir einen riesigen Fisch gesehen. Den hättet nicht mal ihr tragen können. Gott sei Dank nicht, dass wir hier irgendwelche Fälle oder sowas gerade haben. Nein. Na gut. Dann, tja, werden wir jetzt wohl auf Nachricht noch warten. Wir können ja noch mal gucken, ob wir das hier noch machen können. Oder ob das immer noch nicht funktioniert. Mal schauen. So, mal eben da hoch. Und dann mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt oder nicht. Was genau soll man denn klauen? Der Mark, den hat man doch geklaut. Ihr hättet einfach fragen können. Achso, das heißt, wir kriegen den dann nicht, oder? Verdammt, ihr erwischt. Dafür müssen wir im Taschendiebstahl hier ein bisschen skillen, ne? Okay, das funktioniert. Es klappt nicht. Naja, dann raus hier. Also machen wir das halt noch am Anfang vom nächsten Part, denke ich jetzt mal. Ist ja dann. Wenn wir jetzt keine Nachricht bekommen, machen wir das dann. Ich kenne euch doch. Oh shit, wir haben auch schon wieder. Hier läuft nirgendwo ein. Nein, gut, Freunde, da würde ich sagen. Meinen ursprünglichen Plan vergessen wir mal. Dann werden wir im nächsten Part halt direkt. Ich werde das halt so lange immer warten, bis der Kurier kommt und dass wir dann direkt am Anfang vom nächsten Part das da abschließen können. Ich hoffe, es ist das letzte. Und ich sage für heute erstmal bis dann und ciao.